Hannes Knecht ist von Werde Musiker hier. Willkommen zu diesem Video. Ich möchte dir hier heute ein richtig cooles Zupfmuster mit auf den Weg geben. Ich habe es dir hier gerade schon mal vorgespielt. Das Ganze macht tierisch Bock zu spielen. Man kann das wirklich mit Standardakkorden über das ganze Griffbrett verteilt spielen. Also null Problemo für dich da draußen. Wenn du schon ein paar Akkorde drauf hast, ist das wirklich eine richtig spaßige Sache. Wenn du noch gar keine Akkorde drauf hast, neu hier auf dem Kanal bist, neu in der Welt der Gitarre bist, schau mal hier unter dem Video. Da habe ich genau das Richtige für dich, nämlich den kostenlosen Crashkurs für Anfänger von mir für dich, damit du hier wunderbaren Einstieg findest und viel Spaß beim Gitarrespielen hast. So, kommen wir jetzt zu diesem Zupfmuster hier. Das Ganze geht natürlich auch auf einer E-Gitarre, ist ganz egal, oder auf einer klassischen Gitarre. Das funktioniert überall gleich und funktioniert auf Basis des C-Dur-Akkordes. Der Ringfinger, dritter Bund, A-Seite, Mittelfinger, zweiter Bund, D-Seite und Zeigefinger, erster Bund, H-Seite. So, wir brauchen Daumen, Zeige und Mittelfinger jetzt hier. Wir zupfen zuerst die A- und H-Seite gleichzeitig. Und dann zupft der Daumen die D-Seite. Das ist jetzt die Herausforderung daran, dass der Daumen in Bewegung ist innerhalb dieses Zupfmusters. Erstmal als Vorübung das, da A und H-Seite gleichzeitig und dann die D-Seite mit dem Daumen. Und danach mit dem Zeigefinger die leere G-Seite zupfen. Kurze Pause für die Finger. So, wenn du bis dahin bist, setzt der Ringfinger über in den dritten Bund auf der E-Seite und dann zupfst du mit dem Daumen die E-Seite. Also. Sorry. Achte mal genau auf die Bewegung, die der Daumen da machen muss. Also der Daumen ist auf der A, D, E-Seite. A, D, E-Seite. Der Daumen muss hier richtig hin und her springen beim Zupfen. Und am Schluss dann nochmal die H- und G-Seite mit Mittel- und Zeigefinger gezupft. Ach, Quatsch habe ich erzählt. Am Schluss ist es nicht die H- und G-Seite, sondern die H- und D-Seite mit dem Daumen. Entschuldigung. Das macht das ganze Zupfen zwar gar keinen Sinn. Also, der Daumen macht. A, D, E, D. A, D, E, D. A, D, E, D. Weiter geht es nach einem Takt dann, alles zwei Bünde höher schieben und der kleine Finger kommt noch in den fünften Bund auf der G-Seite, sodass wir einen D7-Akkord haben. Zupfmuster absolut identisch.
Daumen und Mittelfinger starten. Meine Daumen auf die D-Seite, Zeigefinger G-Seite, Daumen auf die E-Seite, Mittelfinger zupft die H-Seite. Das übst du jetzt erstmal zwischen den ersten beiden Akkorden hin und her. Und dann rutschen wir hoch bis in den 10. Bund, immer noch mit unserem C-Griff. Das ist jetzt ein G7-Griff. Also Ringfinger 10. Bund, Mittelfinger 9. Bund, Zeigefinger 8. Bund und der kleine Finger hier auch im 10. Bund auf der G-Seite. Und das gleiche zum Fuster. Zurück zur C. Und dann spielen wir insgesamt das Ganze wie folgt. Zweimal das Zupfmuster, dann rüber zu D7, auch zweimal dort das Muster, dann zu G7, auch zweimal und zu C zurück. Und von vorne mit C und C. C7. Nochmal deutlich langsamer. C. D. Und G. Und C. So, ich hoffe, ich konnte mit diesem Zupfmuster mal ein bisschen Spiel in deine guten alten Schlagmuster bringen und mal was Neues für dich hier präsentieren. Ich hoffe, du hattest viel Spaß damit. Wenn du viel anderes und spaßiges Zeug auf der Gitarre noch dazulernen möchtest, empfehle ich dir, in der Videobeschreibung zu schauen. Da findest du meinen kostenlosen Crashkurs für Anfänger. Der ist genau richtig für dich, wenn du hier loslegen willst auf meinem Channel in der Welt der Gitarre. Viel cooler Kram da am Start. Auch eine PDF voll mit Akkorden, die dir dabei helfen wird, auch diese Akkorde hier nochmal schwarz auf weiß wiederzufinden. Also danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video, mach's gut, ciao!